Heute möchten wir ein anderes Bild aus der Ausstellung von Manuel Steel Sorrows Beach vorstellen, und zwar dieses. Das hier etwas hinten in der Galerie versteckt, aber gleichzeitig einen ganz eigenen Raum bekommen hat. Und ich finde spannend, wie man auf diesem Bild sehen kann, wie eben noch etwas mehr Bewegung und Ungewissheit in dem Bild ist. Versuchst du eben, und du hast in dem ersten Video schon gesagt, dass du versuchst, dir gewisse Freiräume zu lassen. Wie gehst du damit um? Ich würde sagen, es ist immer ein Reagieren, oder sehr oft ein Reagieren, also gerade in Bezug auf die offenen Stellen, auf die Bewegung im Bild. Also so sehr die Bilder vielleicht fest oder durchdacht wirken können, so viel ist auch einfach Zufall drin. Also ich schaue, dass ich einen Prozess immer wieder Stellen offen lasse oder Stellen aufbreche. Und auf diesem Weg bleiben dann halt so ein paar Dinge stehen, an denen ich dann andere Dinge wieder aufhänge. Ja, also jetzt hier gibt es so ein paar Stellen, die vielleicht direkt ins Auge fallen. Das wäre vielleicht die Stelle hier zwischen den beiden Personen oder dann der ganze Arm, der noch nicht so ganz festgelegt ist. Das ist etwas, das einer Bildlogik folgt, das kann aber auch eine Bildlogik überhaupt erst anstoßen. Ja. Also weil diese offenen Stellen eine Bewegung vielleicht in die Richtung markieren, also dass sich die Person dreht. Was, so würde ich das jetzt sehen, die Aufmerksamkeit auch auf sie zieht, ja, oder vielleicht von der anderen Person wegzieht. Ja, und das sind aber Dinge, die müssen sich irgendwie bewähren und entstehen. Dann reagiere ich darauf und denke plötzlich, aha, da ist was, das vielleicht auch wegführt vom ursprünglichen Gedanken. Und hier auf dem Bild sieht man auch gut, wie du mit der Farbe arbeitest, eben diese flächigen Farben versus voluminösen Auftragen, wie man vor allem auf den Sternen sieht, wo das Leben, also der menschliche Körper zu sehen ist. Es ist eben ein Versuch, ein Spiel mit lebendig versus nicht lebendig? Ja, wohl da auch viel, glaube ich, Unlogisches dabei ist oder viel Verwirrung. Also oft kann bei mir ein Gegenstand viel lebendiger wirken als ein Körperteil, so nehme ich zumindest wahr. Das ist auch so ein Spiel mit Bedeutung. Also ich mag es, Dingen eine Bedeutung zu geben, die sie vielleicht gar nicht verdient hätten, sagen wir im klassischen Sinne einer gegenständlichen Darstellung oder einer Komposition. Ja, also es ist immer ein fließender Übergang zwischen lebendig und nicht lebendig, würde ich sagen, der sich wieder in der Farbigkeit widerspiegelt. Oft finden sich dann Hauttöne in den Umgebungstönen wieder und so weiter, oder in den rein landschaftlichen Bildern dann Bereiche, die wiederum an die figürlichen Bilder erinnern und so weiter. Vielen Dank. Die landschaftlichen Bilder schauen wir uns das nächste Mal an, oder?